Und damit ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde, hier ist Legion Games LP, natürlich nur für euch und ich heiße euch heute ganz herzlich willkommen zu einer Runde Team Deathmatch auf der Map Noscha Kanäle. Heute zocken wir nur mit der Armbrust, viele von euch haben es sich gewünscht und nun ist es endlich soweit, Only Armbrust. Man hört sich das auf Deutsch beschissen an. Only Expo. Hört sich schon viel besser an. Alles klar, die Runde hat auch gerade erst angefangen. Ich bin auch derzeit auf meinem Lieblingsserver für Team Deathmatch Noscha-Kanäle. Die Ticketzahl ist immer die gleiche und man erlebt keine bösen Überraschungen einfach. Das ist schon mal das Gute daran. So, ich glaube, hier sind in der Nähe ziemlich viele Gegner und verdammt noch. Das kann ich nicht verstehen. Hinter denen stehen eine ganze Truppe von unseren Männern und keiner sieht den, keiner tötet den. Junge. Alles klar, es geht weiter. Für mich fängt das Video erst jetzt an. Was machst du hier? So, schön. Alles klar, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach hier lang und holen uns den ersten Kill. Ja, hat er verdient, wenn er so blöd einfach in der Gegend rumliegt und denkt, er könnte uns etwas. So, zweiter Kill ist auch schon. Sehr gut. Es freut mich immer, wenn es so anfängt. Das auf jeden Fall. Wir werfen mal ganz kurz eine Granate. Ich habe auch beschlossen, in Notsituationen, wie zum Beispiel, wenn ich vom Gegner stehe und nachladen muss, aber ich trotzdem keine Zeit mehr dafür habe, dann hole ich meine Primärwaffe raus, um mir eben mein Leben zu schenken. Wow, das war jetzt aber verdammt nochmal ziemlich knapp gewesen. Ich glaube, wir haben auch eine Granate. Sehr gut. Wir ducken uns mal eben ganz kurz und checken nur die Lage von hier. Yeah, Gegner eliminiert. So, wir gehen jetzt mal hier hoch und überblicken. Nein. Oh, oh, gefährlich. Ich möchte nicht sterben. Oh, oh, da wird auf mich geschossen. Scheiß drauf, wir ziehen in die Schlacht. Okay, ich weiß, da ist ein Scharfschütze. Flip-flop! Yeah, bitch! Ja, manchmal ist es so, ich bin auf dem Felde und wünsche mir einfach, genau diesen Gegner hole ich mir. Und dann sorge ich auch dafür, dass ich ihn mir hole. Okay, ab und zu failt man noch ein bisschen, aber... Mist! Hätte nicht passieren sollen. Eigentlich bin ich ein besserer Schütze. Ist so. Sehr schön. Ich spiele auch meiste Zeit wirklich, wenn ich Team Deathmatch spiele und mit der Armbrust spiele, dann eigentlich auch immer nur den normalen Bolzen. Macht einfach für mich mehr Sinn, denn ich finde, den Bolzen, der für höhere, ja, Distanzen sorgt, ist einfach nicht meins. Ich bin eher darauf fixiert, einen One-Shot zu kassieren, um den Gegner direkt auszulöschen. Und den Hochexplosivbolzen ist auch nicht unbedingt wichtig. Uiuiui, das war aber jetzt ziemlich knapp gewesen. Alles klar, wir nehmen uns erstmal die Zeit, um nachzuladen. Ja, Hochexplosivbolzen, ich finde den eigentlich eher hinderlich, gerade im Team Deathmatch oder auch anderen Spielmodis. Also für Eroberung ist er natürlich ziemlich gut, um natürlich Panzer zu zerstören, aber fürs normale Spiel ist er nicht wirklich gut geeignet. Ich finde, da sollte man schon ziemlich zielgerichtet mitspielen und nicht einfach so auf Rambo-Art dahin, weil man denkt, mit Explosion kann man jemandem mehr schaden. Ist in dem Falle eigentlich nicht so. Mist. Also ich freue mich natürlich immer, wenn ich jetzt einen Armbrustkill kriege, aber manchmal ist es einfach nicht gegeben. Alles klar, es geht weiter. Mit 25% Leben, ein Kill will ich auf jeden Fall noch machen mit der Armbrust. Vielleicht schaffen wir es sogar. Und wir schlagen uns jetzt einfach mal zur Seite hindurch. Okay, wir müssen ruhig sein. Seid ruhig. Die dürfen uns nicht hören. Oh Mist, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass hier jetzt welche rumgeistern. Junge, was ziele ich denn die ganze Zeit daneben? Kann doch nicht so angehen. Wir laden erstmal in aller Ruhe nach. Was ich gut finde, man hat wirklich genug Munition für die Armbrust. Nein. Dich hole ich mir. Och, Mensch. Och, Mann. Scheiß Explosion. Hat jetzt ganz schön meinen Schuss verhindert. Ach, er hat auch mit einer Armbrust auf mich geschossen, aber mit dem hochexplosiven Pfeilen. Ja, nicht mit mir, mein Freund. Komm, YOLO, genießt euer Leben, Mann. Oh, nein. Jetzt hat er mir vor der Nase den Kill weggenommen. Alles klar, dann weiß ich genau, wie es jetzt weitergeht. Nämlich mit dieser schönen Waffe hier. Aber er hat eine Armbrust. Wenn ich die kriege, dann ist gut. Dann ist alles gut. Hoi, okay. Wo ist dein Package? Nein. Oh, verdammt nochmal, waren das viele Gegner. Uiuiui. Ich möchte jetzt aber noch einige schöne Kills machen, bevor das hier alles endet. Also, so wäre ich noch nicht zufrieden. Oh, oh. Immer schon durch die Gegend springen, dann kriegt er einen auch nicht. Ah, Ragen hier. Ich weiß, hinter mir ist auch jemand.
Aber wenn ich einmal mein Ziel anvisiert habe, dann kann ich nicht mehr aufhören. Hinter euch sind Gegner, verdammt nochmal. Dreht euch mal um. Nein, 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 nein. Das kann doch nicht angehen. So, volle Fixierung auf die Armbrust. Konzentrieren, schließt eure Augen. Öffnet die Nasenhöhlen. Atmet tief ein. Und holt euch die Gegner. Okay, da ist ein Gegner, aber hier ist auch noch irgendwo einer. Och, verdammt nochmal. Wäre mal nicht weitergelaufen, dann wäre es noch was geworden. Wo schießt ihr euch denn den Kopf ein, verdammt? Hier nicht, okay. Yay, so muss es. Ach Mann, jetzt habe ich extra noch einen Schuss für den verschwendet. Gibt's doch nicht. Hätte eigentlich meiner sein sollen. Das wisst ihr. Nix da, mich kriegst du nicht so einfach. Mich kriegt ihr nicht so einfach. Yeah. Ja gut, das war klar gewesen. Das war jetzt wirklich klar gewesen. Wäre eigentlich ein Fall dafür gewesen, meine Primärwaffe rauszuholen. Aber naja, ihr kennt mich ja, ne? Ihr wisst ja, wie ich ab und zu drauf bin. Ich bin Sturkopf ab und zu. Scheiß drauf! So, wir laden nach, aber jetzt gehen wir mal hier unten rechts lang. Ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen besser. Wir werden es sehen. Ich habe auch gestern mal wieder einen Double Kill geschafft mit der Armbrust. Schöne Sache, das auf jeden Fall. Macht immer Spaß, wenn man Double Kill kassiert. What the fuck? Das war. Der war der Schuss. Komm her. Wollte schon sagen. So, dich hole ich mir auch noch. Du hast mich nämlich nicht gesehen. Das kann nämlich gar nicht sein. Schön in die Rübe, aber leider Gottes kein Kopfschuss. So, schnell ducken und nachladen die Scheiße. Uiuiui. Okay, oben ist schon wieder einer. Naja. Halte ich ja nicht so viel von. Oh Mann. Oh, uiuiui. Mit was hat er denn auf mich geschossen? Mit Raketenwerfer? Ich glaube schon. Ich will aber noch mehr Kills haben. Ich will der Allerbeste sein. Wie keiner vor mir war. Oh mein Gott. Ich weiß, da war ein Gegner, aber ich will den mit der Armbrust killen. Yeah. Hoi, hoi, hoi. Jetzt wird's anstrengend. 3% Leben. Aber vielleicht kriege ich den einen Kill noch hin. Mann, gibt doch nicht. Lebe! Hui, jetzt geht hier aber ganz schön die Post ab. Ich werde auch nochmal ein Armbrust-Only-Video machen im DLC. Aftermath, das auf jeden Fall. Werde ich auf jeden Fall noch machen. Habe ich auf jeden Fall geplant. Wann das sein wird, weiß ich noch nicht. Vielleicht morgen, vielleicht auch übermorgen. Da bin ich mir eigentlich nie so wirklich einig drüber. Oh, Mann. Mit den letzten Schüssen habe ich ihn noch bekommen. What the fuck? Warum habe ich den denn nicht bekommen? Normalerweise schaffe ich sowas doch. Komm, wir starten mal von oben. Ach so, schade. Ich habe gedacht, Free Fall. Wir können ja mal eine Sache versuchen. Aber der Drop ist ziemlich hoch. Aber vielleicht... Nee, schade. Scheiß drauf. Ah, Mann. Gib es doch nicht. Nein! Gegner! SVD. Ich kann diese... lieben Menschen mit der SVD überhaupt nicht leiden. Ich hasse diese übelst überpowerten Scharfschützengewehre wie die Pest. Okay, er legt sich schon mal vor meine Füße. Kein Problem, junger Freund. What the fuck, was? Ist der auf mir gelandet? Mein Teamkollege ist auf mir gelandet. Schnell weg hier! Ich frage mich immer, was so meine Eltern dabei denken, wenn ich hier kommentiere. Amokläufer. Komm, den trickst du mal aus, den trickst du mal aus. Yeah, verdammt nochmal, es hat geklappt. Manchmal klappt das wirklich, die ganze Zeit rumzuspringen und zu hoffen, dass der Gegner einen einfach nicht mehr treffen kann. Treffen kann, yeah, mit I. Sehr schön, so gefällt es mir schon besser.
gucken, ob wir hier noch ein paar Gegner abfangen können. Da vorne müsste einer sein. Okay. Sehr schön. Ich empfehle euch auch wirklich in solchen Gebieten hier, rennt nicht. Yeah. Wir laden trotzdem mal ganz kurz nach. Okay, da war auch schon wieder einer gewesen. Wir rennen darauf zu und hoffen auf einen Kill. Hast du gedacht? Du kleiner Bob. Aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Wow. Alles klar, alles klar. Ich weiß, wo er ist. Jetzt rennt er nämlich hier lang. Nein! Du kleiner, netter Mensch. Och, Mensch. Das gibt es doch nicht. Ach, jetzt wollte ich hier doch gar nicht spawnen. Okay, alles klar. Tschüssi! Och, Mist. Ja, ich weiß. Oi, das war jetzt wirkliches Glück gewesen. Ich habe wirklich Glück gehabt, dass mein Teammate den Pfeil sozusagen nicht abgefangen hat. Oder den Bolzen. Ich nenne es aber lieber Pfeil. Ja, ja. So. Ich habe eigentlich so ein solches Gameplay schon vorgestern, glaube ich, aufgenommen. Boah, es war wirklich eine tolle Runde gewesen. Ich hatte verdammt viel Spaß. Und was passiert? Ich schieße ihn in den Arsch. Ja, Audacity ist abgestürzt. Total bescheuert auf jeden Fall, wenn Audacity abstürzt. Das passiert auf einmal. Ich habe 13 Minuten aufgenommen und auf einmal, ja, 15 Minuten ungefähr, und auf einmal stürzt Audacity ab. Ich hätte kotzen können, ich hätte in Audacity reinkacken können. Obwohl ich sowas normalerweise nicht tue, nicht so oft jedenfalls. Wow. Jetzt habt ihr mich aber ganz schön ordentlich erschrocken. Junge, 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 was man hier manchmal im Battlefield erlebt. Kopfschuss. Nee, war doch kein Kopfschuss. What the fuck? Da hat es mir direkt die Waffe aus der Hand gerissen, so wie es aussah. Okay, Gamer-Haltung eingenommen. Ich habe immer so eine Gamer-Haltung, wisst ihr? Ich muss immer ganz nah beim Fernseher sitzen. Also nicht so nah jetzt, dass ich nur noch 1 Zentimeter davon weg bin oder so. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich muss immer den Fernseher fokussiert haben. Ach, Mist, 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 Mist. Alles klar, die Gegner haben gleich gewonnen. Schade, schade, schade. Es wird auf jeden Fall einen zweiten Teil geben. Ich möchte euch einfach zeigen, wie effizient diese Waffe wirklich sein kann. Ich brauche noch ein bisschen mehr Übung und dann haue ich auf jeden Fall mal ein richtig schönes Gameplay raus. Das verspreche ich euch hiermit. Unterschreiben kann ich jetzt nicht. Macht aber nichts. Euch noch einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Ciao, Leute.